Das Licht sieht okay aus. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier, einem ganz besonderen Vlog. Ich glaube, ein sehr emotionaler Vlog. Und zwar werde ich in diesem Vlog Simba abholen. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da unbedingt vorbei. Und ja, es ist jetzt, wenn ihr das Video seht, ist es schon eine Woche her, dass ich ihn habe. Und ich bin gerade noch in Salzburg in Österreich und fahre heute zurück nach Köln, übernachte da mit meiner Mom in Köln und fahre dann morgen zu ihm, weil er ja aus der Ecke von Köln kommt. Und es wird erstmal jetzt eine super, super stressige Heimreise. Aber ich freue mich so sehr, wenn ich dann in Köln ankomme. Und ich glaube, ich werde heute Nacht nicht schlafen können, Leute. Ich habe jetzt erstmal eine 7-stündige Heimreise vor mir, wenn alles gut läuft. Ich hoffe. Und dann bin ich um 18 Uhr, wir haben jetzt 9 Uhr in Köln. Und ich würde sagen, let's go. Leute, das ist jetzt so der Vlogsprung. Ich bin mittlerweile in Köln angekommen. Es sieht auch alles richtig gut. Und wir gehen jetzt hier vorbei zum Italiener beim Hotel um die Ecke. Und wir gehen jetzt noch was essen. Und dann geht es nachher gleich zurück ins Hotel. Und dann geht es auch zum Schlafen. Der Tag heute war so anstrengend. Und dann ist es morgen einfach schon so weit. Ich glaube das noch gar nicht irgendwie. So Leute, ich bin jetzt auch schon im Bett und gehe jetzt gleich schlafen. Und habe auch hier schon den kleinen Simba für Simba. Den hatte ich nämlich einfach schon die letzten Tage so bei mir, damit er einfach nach mir schon riecht. Das hört sich jetzt mal komisch an. Aber ihr versteht, was ich meine. Sobald er was hat, was nach mir riecht, weiß ich. Genau, und wir gehen jetzt schlafen. Und ihr merkt es gerade nicht, aber wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen! Okay, für euch ist es eh ein Video, aber ich bin ready for the day und ready, Simba gleich abzuholen, beziehungsweise gehen wir jetzt erstmal frühstücken. Wir sind ja noch gerade in Köln. Wir haben noch eine Stunde Fahrt vor uns und ich habe gesehen, dass hier gleich um die Ecke ein Starbucks ist beim Hotel. Deswegen gehe ich jetzt noch schnell zu Starbucks, weil ich brauche das jetzt. Ja. Leute, ich bin sad. Starbucks macht erst um 9 auf und wir haben erst 7.50 Uhr. Cry. Okay Leute, wir sind jetzt erstmal beim Frühstück. Nice. So, wir sind jetzt ready und fahren jetzt los zu Simba. Und das ist mein Outfit of the Day. Ich habe einfach so bequeme Schuhe, eine bequeme Hose und diesen Pulli hier an. Ich würde sagen, let's go! Oh Leute, wir sind jetzt on the way und Leute, ich habe doch noch mein Starbucks bekommen. Liebe! Und genau, jetzt geht's los. Bist du aufgeregt? Ja, ich glaube mehr als du. Ich würde Simbalino sagen. Spitznamen für Simba reinschreiben, was ihr so sagen würdet. Okay, Leute, wir sind in 5 Minuten da. I can't believe it. Oh, Leute. Ja, noch 1,7 Kilometer. Das ist immer noch so viel. Mein Gott, Leute, ich sehe jetzt die Straße schon. Das Haus. Das Haus. Okay, Leute, wir sind jetzt da. Parken jetzt und gehen jetzt rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich halt, glaube ich, drinnen nicht filme. Das glaubt jemand. Okay, sind wir ready? Wir sind jetzt on the way back home mit Simba! Ja, Bibi! Und es war so emotional, Leute, weil irgendwie, ne? Es tut mir irgendwie so leid, wenn man einen Hund so von der Family so nimmt. Oh Gott, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht online stellen. Doch, kannst du ruhig. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal. Und ich melde mich dann später nochmal. Aber das ist ja eh hier ein Vlog. Haben
sind wir erstmal ein kleines Hühnerbeinchen gegeben, was uns die Züchterin gesagt hat. Das ist so süß, er ist ein bisschen überfordert, aber jetzt hat er sein Hähnchenknochen, jetzt ist er glücklich. Ist der Simba toll? Ja? Ja? Yum, yum. Ja, yum, yum. So Leute, es ist jetzt mittlerweile schon Abend und ich bin total happy. Simba hat heute für den allerersten Tag, dass er hier ist und dass eine komplett neue Umgebung ist, schon so viel geschafft. Er war heute auf der Autofahrt mega ruhig, 5 Stunden hat er durchgehend geschlafen, das hätte ich niemals im Leben erwartet. Seine Kiste hat er jetzt auch schon akzeptiert als Schlafplatz. Und Gassi waren wir auch schon, also ich habe ihn immer zu seinem Löseplatz getragen, aber er geht sogar schon ein bisschen an alleine, obwohl er zuvor noch nie alleine gegangen ist. Ich finde es so toll. Also ich hoffe, dass das die nächsten Tage so weitergeht. Und ja. Guck mal, wie süß er da liegt. Im Eingang seiner Kiste. Und da sieht man ein Schlümpfchen. Und er ist ganz entspannt. Er hat auch gerade eben das erste Mal draußen Pipi gemacht. Ja. Simba ist jetzt wach, also schon seit einer Stunde. Und er hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Wir waren kein einziges Mal mit ihm draußen. Er ist ein richtiger Feiner, ne? Jetzt haben wir ihm gerade hier dieses Geschirr angezogen, weil es ein bisschen kuschelig ist, weil ihm doch kalt ist. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen raus, ne? Pipi! Ja! Ja! Ja, fein. Schaut mal, Leute, wie süß Simba mit seinem kleinen Schlumpf hier schläft. So goldig. Baby. Na, wie findest du das Bambi? Ist das Bambi toll? Ja. So Leute, wir haben jetzt den nächsten Morgen und es war gestern Morgen auch schon so, ich schmink mich gerade. Der kleine Spatz reicht mir nicht von der Seite. Hat sich jetzt dahin gelegt und wartet auf mich, bis ich fertig bin. So süß. So, ich weiß nicht, was das für ein chaotischer Vlog war. Mittlerweile sind wir auch schon am Ende dieses Vlogs. Ich habe euch so ein bisschen über die ersten 48 Stunden mit Simba mitgenommen, wo er bei mir angekommen ist. Mittlerweile, wenn ich jetzt gerade dieses Video schneide, ist er schon heute genau eine Woche bei mir und hat sich schon super eingelebt. Morgen lernt er das erste Mal meine Hunde Niki und Benny kennen. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Werde ich euch bestimmt auch auf Insta oder TikTok mitnehmen. Also schaut da wie gesagt vorbei. Schaut auch gern bei Simba vorbei auf Insta, ne? Kleiner Spatz. Und genau, ansonsten hoffe ich, euch hat dieser Vlog gefallen. Und ich freue mich schon auf das nächste Video nächsten Sonntag. Also schaltet da unbedingt wieder ein. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!